Ganze Landstriche in Westdeutschland sind zerstört. Land unter im Westen Deutschlands und in Teilen Belgiens hat ein Unwetter viele Orte komplett zerstört. Mehr als 60 Menschen sind ums Leben gekommen. Wir schalten gleich zu Verena Gleitzmann nach Rheinland-Pfalz. Auf der Bremse. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Deshalb werden einzelne Corona-Regeln wieder verschärft. Darüber live zu Gast Gesundheitsminister Mückstein. Finale ohne Gäste. Wir ziehen Bilanz über den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Guten Abend, willkommen zur ZIP 2. Weggespülte Häuser, ganze Landstriche verwüstet. Mindestens 62 Menschen sind tot. Vielerorts sind die Strom- und Trinkwasserversorgung zusammengebrochen. Im Westen von Deutschland, in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, hat der Dauerregen Flüsse und Bäche in reißende Fluten verwandelt. Schwer getroffen hat es etwa die Städte Solingen und Hagen. Und in der Region rund um Ahrweiler sind ganze Orte in den Fluten versunken. Hier liegt auch das Dorf Schuld, das es besonders schwer getroffen hat. Auch im benachbarten Belgien, etwa in der Stadt Liège, zu Deutsch Lüttich, und in der Gemeinde Pepinster hat das Unwetter regelrecht gewütet. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin in das Katastrophengebiet. Zuvor Claudia Lind mit einem Überblick. Die Katastrophe kommt in der Nacht, fällt buchstäblich vom Himmel als Starkregen. Flüsse verwandeln sich in reißende Ungetüme. Im belgischen Liège droht die Mosel, eine große Straßenbrücke mitzureißen. Die Bürgermeisterin fordert die Einwohnerinnen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Süden Belgiens ist überflutet. Rettungskräfte versuchen, den Eingeschlossenen zu Hilfe zu kommen. Ich lebe hier seit 1966 und habe noch nicht so etwas erlebt. Das erste Mal ist das Wasser so hoch gestiegen. So etwas habe ich noch nie gesehen. In Rheinland-Pfalz in Deutschland war die Ahr gestern plötzlich ein reißender Fluss und hat den kleinen Ort Schuld wie Spielzeug zerbrochen. Mehr wie Katastrophe. Ganz, ganz schlimm. Also seit 50 Jahren war hier in der Feuerwehr drin, haben wir sowas nicht gehabt. Manche haben es auf die Dächer geschafft und müssen wie in Ahrweiler aus der Luft gerettet werden. Viele sind ertrunken in ihren eigenen Häusern oder sind in ihren Häusern eingeschlossen. Tote werden aus ihren Kellern geborgen. Die Lebensretter sind selbst in höchster Gefahr. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hat den Notstand ausgerufen. Was jetzt diesmal seit gestern stattgefunden hat, das ist einfach eine Dimension, die haben wir in der Form auch noch nicht erlebt. Wir haben Tote zu beklagen, wir haben viele Menschen noch, die vermisst sind. Und wir haben natürlich auch gewaltige, bedrohliche Situationen dadurch, dass nach wie vor Menschen auf Bäumen, auf ihren Dächern sitzen, warten, dass sie über die Luft gerettet werden, wie das jetzt schon die ganze Nacht auch gelaufen ist. Der Katastrophenfall mit Toten, ausgefallener Infrastruktur und allen aufgebotenen Kräften, Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk, es ist eine wettertechnisch vorausgesagte Katastrophe. Auch wir hatten dieses Tief, das ja auch Österreich derzeit wettermäßig teilt, seit Tagen auf dem Schirm und wir sahen die Prognosen, dass es in Deutschland örtlich zu diesen enormen Regenmengen kommen kann. Das sind Regenmengen, wie sie tatsächlich nur alle 100 Jahre einmal zu erwarten sind. Und dem Klimawandel geschuldet, so der Wetterexperte. Das ist definitiv eine Folge des Klimawandels, dass wir immer öfter erleben, dass extreme Niederschläge in kurzer Zeit an einem Ort herunterkommen. Das ist genau das, was wir jetzt auch in Deutschland gesehen haben. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von Deutschland und rundherum gab es viel weniger Regen. Aber das macht die Toten nicht lebendig. Wir schalten jetzt direkt in das betroffene Gebiet zu unserer Korrespondentin Verena Gleitzmann nach Nordrhein-Westfalen, nach Swisttal, das ist nahe Bonn. Verena Gleitzmann, tagsüber war die Situation oft unübersichtlich. Ist da jetzt langsam Besserung in Sicht in dieser angespannten Situation? Ja, das große Glück hier ist, dass es endlich aufgehört hat zu regnen. Dieser Dauerstarkregen der letzten Tage ist zu Ende und das macht es jetzt mittlerweile ein bisschen einfacher, in die besonders betroffenen Gebiete vorzudringen. Die Einsatzkräfte haben mir auch schon berichtet, dass es einige kleine Orte, dass die schon erreicht wurden. Die waren bis jetzt von der Außenwelt abgeschirmt und abgeschnitten. Und jetzt geht es vor allem darum, die Menschen zu retten, die dort eingeschlossen waren. Also hinter mir sieht man auch noch die
Einsatzkräfte, die jetzt in den letzten Minuten auch mit Booten vorbeigegangen sind. Immer wieder kommen auch Taucher vorbei, die in den Fluten offenbar auch noch nach Überlebenden suchen, beziehungsweise diverse Dinge bergen, wie zum Beispiel Autos, die hier auch zu sehen sind. Und mittlerweile sind auch schon viele Leute gerettet worden. Hier in Swisttal, wo ich bin, sind am Nachmittag 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, in umliegende Notunterkünfte. Und in diesen Minuten muss man sagen, jeder Gerettete ist eine große Erleichterung, denn nach wie vor sind mehr als 70 Menschen vermisst. Und je länger die Suche dauert, desto größer wird halt auch die Angst hier, dass man die womöglich nicht mehr lebend findet. Wo liegen da derzeit die größten Herausforderungen bei den Rettungsarbeiten, aber auch bei den Aufräumarbeiten? Ist es die herannahende Nacht? Ja, die ist es sicher auch, aber vor allem die Angst, dass das Wasser ja noch weiter steigt. In vielen, viele Flüsse, viele Bäche sind nach wie vor am Steigen, der Rhein, die Mosel und auch die Ahr. Und da hat man Angst, dass es zu weiteren Überschwemmungen kommen kann. Auch hier im Swisttal, wo ich bin, gibt es das Gerücht, dass ein Damm brechen könnte und es erneut zu Überschwemmungen kommen kann. Einige Leute dürfen hier auch deswegen nicht zurück in ihre Wohnungen. Die warten hier am Rande der Absperrungen sehnsüchtig darauf, ihre Habseligkeit zu holen. Aber inzwischen muss man sagen, mehr als 15.000 Menschen sind hier in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz im Einsatz von der Polizei, von der Feuerwehr, von der Rettung und auch die Bundeswehr ist hier, die mit Panzern, Hubschraubern, Booten und Lastwagen versucht zu helfen, so gut es geht und auch die Schäden so gut es geht einzudämmen, denn die sind nach wie vor unermesslich. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was hier alles zerstört ist. Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich, aber wie gesagt, immerhin ist das Wetter inzwischen besser geworden. Die Schaltung haben wir aufgrund der instabilen Verbindung in das Krisengebiet kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Nach Österreich jetzt. Die Bundesregierung muss nun also doch einen Teil der versprochenen Lockerungen mit 22. Juli wieder zurücknehmen. Mit einem einfachen Antigentest kommt man nicht mehr in Bars oder Discos und den grünen Pass bekommen nur mehr vollständig geimpfte Personen. Prognosen zeigen, dass die Fallzahlen deutlich steigen werden. Man rechnet mit einer Verdoppelung in nur einer Woche. Schauen wir auf die Zahlen. Heute wurden 306 neue positive Tests gemeldet. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 219. Die Zahlen in den Krankenhäusern und dort auf den Intensivstationen bleiben hingegen stabil auf niedrigem Niveau. Stagnierend zeigen sich die Zahlen hingegen auch beim Impfen. In Österreich haben aktuell 57% zumindest eine Impfung erhalten. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, wie schwierig es ist, den Anteil der Geimpften auf mehr als 70% zu steigern. Israel liegt da aktuell bei 66%, Großbritannien bei 68%, Kanada bei 70%. Aber bei allen drei Ländern steigen die Kurven nur noch sehr, sehr langsam. Und auch in Österreich geht das Impftempo bei den Erstimpfungen drastisch zurück. Bis Mitte Juni haben in Österreich im Schnitt mehr als 40.000 Menschen pro Tag ihre erste Impfung bekommen. Aktuell sind es nicht einmal mehr 17.000. Die Bundesregierung appelliert weiterhin, sich impfen zu lassen. Christian Jentsch und Patrick Ruska haben sich die aktuelle Situation angesehen. Willkommen beim Impfstaatsmeister. Großmürbisch im Südburgenland. Von den 239 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 76% zumindest einmal geimpft. Das ist ein Spitzenwert in Österreich. Ich war zeitlich schon im März und in der Brüte zweite. Risiko bin ich reingefallen. Und eigentlich wegen unserer Kinder und Enkelkinder, dass wir sie treffen können mit seinen. Das war hauptsächlich der Grund. Und viele Familienfeiern haben wir, Geburtstage, Firmungen und alles nicht. Unsere Pensionisten oder die Arbeiterbevölkerung, was ist dort ein trauen sich jetzt wieder ein bisschen mehr hinauszugehen und zusammengehen. So wie am Sonntag in die Kirche oder zum Gasthaus zum Frühschoppen. In Großmürbisch ist man also dem Ziel, mindestens 80% der impfbaren Bevölkerung zu immunisieren, so nah wie sonst nirgends im Land. Ohne eine hohe Durchimpfung wird es aber nichts mit dem Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante, sagen Virologen. 90% der jetzt wieder stark steigenden Infektionen sind auf diese Virusmutante zurückzuführen. Mit strengeren Zutrittsregeln in Bars und Diskotheken, weiter geltender Registrierungspflicht will man nun gegensteuern. Ab Mitte August bekommen auch nur mehr vollständig Geimpfte den grünen Pass. Das ist das Ergebnis der sogenannten Corona-Taskforce im Bundeskanzleramt heute, darunter auch der LH-Vorsitzende aus Tirol. Überreagieren sollte man nicht.
Man sollte auch die Bevölkerung nicht verunsichern. Aber natürlich hat das Gesundheitsministerium die Verantwortung, zu schauen, wie ist die Situation und aber auch Hochrechnungen zu machen, wie kann das in 2-3 Wochen sein. Genau das macht seit einem Jahr die Corona-Ampelkommission und sie hat heute Wien auf gelb hochgestuft. Die Stadt ist trotz Impfaktionen wie hier an der Alten Donau mit der Impfquote hinten nach, bei den Infektionen aber ganz vorne, weil aber auch nur in Wien großflächig gratis PCR-Tests angeboten werden. Nichts ist schlimmer, als wenn es ein Auf und Zu gibt. Das ist auch für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt schlecht. Und auch, wenn man so will, psychologisch für die Menschen, wenn sie sich nicht an Stabilität orientieren können. Öffnen, lockern, schließen. NEOS sprechen heute von einer Hü-Hott-Politik von Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Mückstein. Die SPÖ sagt, man solle auf Sachlichkeit und Vernunft setzen und nicht auf Schönfärberei. Die FPÖ spricht von türkis-grünen Corona-Fanatikern, die den versprochenen Sommer wie damals bereits absagen würden, bevor er begonnen habe. Vor nicht einmal einem Monat, am 17. Juni war es, da haben Kanzler und Gesundheitsminister schon das große Feiern durch den Sommer ausgerufen. Jetzt sind die Jungen dran, jetzt seid ihr dran, jetzt öffnen die Clubs endlich und jetzt kann es die Festivals geben. Das haben wir alle gemeinsam erreicht. Gerade für die jungen Erwachsenen könnte das aber gefährlich sein. Immerhin sind unter den 15- bis 24-Jährigen erst 21% vollständig geschützt. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Dorfer. Herr Gesundheitsminister, vor nicht einmal einem Monat, wir haben es gerade gesehen, große Zuversicht. In mehreren Interviews hat der Bundeskanzler in den vergangenen Tagen an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert, hat für Geimpfte die Pandemie de facto für beendet erklärt. Heute haben Sie strengere Regeln bekannt gegeben. Fehlt Ihnen das Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen oder haben Sie die Situation unterschätzt? Also ich bin vor einem Jahr noch in der Ordination gesessen und habe damals auch sanft die Zahlen steigen gesehen. Auch damals ist gesagt worden, es ist mehr oder weniger vorbei, wir können Partys feiern. Und dabei ist ein exponentielles Wachstum, das damals sanft begonnen hat, übersehen worden. Und diese Fehler werden wir dieses Jahr sicher nicht ein zweites Mal machen und wiederholen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt zeitnah zusammengesetzt haben. Wir haben in der Corona Taskforce heute ein sehr gutes Gespräch gehabt mit allen Beteiligten, mit dem Bundeskanzleramt, mit den zuständigen Ministerien, auch mit den Landeshauptleuten und haben, glaube ich, jetzt eine Möglichkeit gefunden, wo wir Nachschärfungen machen, die dringend notwendig sind, dass es eben nicht schlechter wird. Müssen Sie diese Zuversicht, die Sie da also noch hatten, jetzt wieder zurücknehmen? Wir haben das von Beginn an so gemacht, im 3-Wochen-Rhythmus uns die Zahlen, Daten, Fakten angeschaut. Damit hören wir jetzt nicht auf. Im Gegenteil, wir haben steigende Zahlen, wir haben eine Verdopplung der Fallzahlen, wir haben eine R-Zahl, die über 1 geht. Das bedeutet, in den nächsten Wochen werden die Zahlen weiter steigen. Und wir müssen jetzt frühzeitig reagieren. Ich möchte an Holland erinnern, wo auch zu früh gesagt wird, wir sperren auf. Das hat alles zurückgenommen werden müssen. Und den Fehler möchte ich bei uns nicht machen. Wir müssen impfen, wir haben die Möglichkeit. Ich möchte gleich die Jungen auffordern, dass sie gleich morgen einen Impftermin vereinbaren, impfen gehen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich habe heute auch einen Brief an die Landesgesundheitsreferentinnen geschickt, wo ich sie ersuche und auffordere, gerade bei den Jüngeren hier Gas zu geben beim Impfen. Bleiben wir zunächst aber noch bei den Ankündigungen von heute. Wir haben auch den Tiroler Landeshauptmann gehört. Er hat heute vor einer Überreaktion gewarnt. Der FPÖ-Chef Kickl ist noch weitergegangen und hat auch von Schikanen gesprochen. Ist die Lage jetzt derzeit also so angespannt, dass die Verschärfungen notwendig sind, auch aufgrund der zurückgehenden Impfzahlen? Naja, wir haben steigende Zahlen und wir haben zurückgehende Impfzahlen. Das ist ein Faktum. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, an kleinen Schrauben zu drehen und sehr zielgerichtet gegen zu steuern. Nicht wie in Holland, wo man schon an sehr großen Schrauben dreht. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, das auch zu tun. Aber in den Spitälern ist es ja noch vergleichsweise ruhig und stabil. Wir wissen aber, was steigende Zahlen machen. Steigende Zahlen verhindern die Kontaktdatenerhebung, wenn sie zu hoch gehen. Wir haben bei einer Inzidenz von ungefähr 75 die Gefahr, dass der Tourismus in Österreich
Österreich zum Erliegen kommt, weil andere Länder dann in Europa sagen werden, Österreich ist kein sicheres Reiseland mehr. Wir haben auch die Wirtschaft, die darunter leidet, wenn die wieder Leute verstärkt als K1-Personen in Quarantäne gehen müssen. Was machen die dann mit ihren Kindern? Und wir treffen jetzt die Entscheidung Mitte Juli, ob wir die Schulen im Herbst wieder aufsperren. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, auch bei recht niedrigen Zahlen schon zu reagieren. Steht das auf der Kippe, die Schulen aufzusperren oder nicht? Ist das eine Entscheidung? Ich bin lieber auf der vorsichtigen Seite. Das ist ganz wesentlich. Wenn wir warten, bis die Intensivstationen sich wieder zu füllen beginnen, dann sind wir jedenfalls zu spät dran. Das haben wir auch heute in der Corona-Kommission genauso gesehen, nicht nur das Gesundheitsministerium. Angekündigt war für 22. Juli auch ein Ende der Maskenpflicht im Handel mit einigen Ausnahmen. Davon war jetzt heute nichts zu lesen. Was ist jetzt mit den Masken im Handel ab dem 22. Juli? Wir haben viele Bereiche, wo hunderttausende Menschen zum Beispiel täglich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Da gibt es eine Maskenpflicht. Da können wir nicht 3G kontrollieren. Wir haben auch Bereiche, zum Beispiel Supermärkte, Apotheken, wo die Maskenpflicht weiter besteht. Das ist ganz wesentlich. Das heißt, es gibt Bereiche, wo wir Menschen, die jetzt nicht geimpft werden können, auch ältere Menschen, Beispiel eine ältere Dame, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, aber die in den Supermarkt gehen muss, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss. Das heißt, wir haben Bereiche, wo die Maskenpflicht natürlich weiter gilt. Das sind recht viele Bereiche. Aber abseits vom Supermarkt. Der Supermarkt war ja da schon als Ausnahme geregelt, aber abseits vom Supermarkt im Handel bleibt dann jetzt die Maskenpflicht oder fällt sie? Nein, die derzeit fällt sie. Das heißt, wir haben Bereiche zum Beispiel wie ein großes Möbelhaus, wo die Kontaktzeit nicht so lang ist, wo weniger Leute hineingehen. Das heißt, wir haben Bereiche, wo wir sie brauchen, wo wir sie belassen und es gibt Bereiche, wo es vertretbar ist, dass es jetzt noch keine Maskenpflicht gibt. In Niederösterreich, das ist heute bekannt geworden, gibt es mit Anfang September eine Impfpflicht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Landeskliniken oder Pflegeheimen. Das trifft da auch Praktikanten und Studierende. Gefordert haben die Länder hier eine bundesweite Lösung bei einer Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Warum gibt es das nicht? Weil das die Träger entscheiden. Das ist Landessache, beziehungsweise die Träger von Alters- und Pflegeheimen oder auch von Krankenhäusern entscheiden, ob sie Leute einstellen, die geimpft sind, ob das eine Voraussetzung ist. Bin ich grundsätzlich dafür, in solchen sensiblen Bereichen eine Impfpflicht vorzuschreiben. Wir haben jetzt auch beim Impfen, zum Beispiel bei der Nachtgastronomie, eingeschränkt. Das heißt, es dürfen ab 22. nur noch Geimpfte in die Nachtgastronomie, also in die Clubs und so weiter, oder alternativ dazu ein PCR-Test. Auch diejenigen, die dort arbeiten, für die gelten dieselben Regeln? Für die gelten dieselben Regeln, das muss der Arbeitgeber grundsätzlich entscheiden, ja. Stand jetzt, in 5 Wochen blicken wir ein bisschen in die Zukunft, da findet in St. Pölten eben Stand jetzt das Frequency Open Air Festival statt. Man geht von 49.500 Gästen aus. Wir haben gesehen, bei einem Musikfestival in den Niederlanden, da ist das ins Auge gegangen, um es so zu sagen, da hat es dann 1.000 Infizierte gegeben. Ist dieses Risiko zu verantworten? Können Sie das verantworten? Wir haben ganz klare Regeln. Es gibt ab 500 Personen, die an einer größeren Veranstaltung teilnehmen, eine Bewilligungspflicht. Es gibt die Notwendigkeit, einen Sicherheitsbeauftragten und ein Sicherheitspräventionskonzept vorzulegen. Ich weiß in diesem Fall, dass sich die Veranstalter sehr bemühen. Sie haben zum Beispiel auch eine Impfmöglichkeit vor dem Festival angeboten. Zuständig für die Bewilligung ist grundsätzlich die Bezirksverwaltungsbehörde, die das dann im Einzelfall prüft. Wir ermöglichen es grundsätzlich ab 500 mit den bestimmten Regeln. Kann es auch sein, dass wenn sich in den kommenden 5 Wochen die Situation noch einmal ändert, dass dann wieder alles anders ist? Wir haben vor 10 Tagen Experten gehabt, die uns gesagt haben, der Juli und Anfang August wird jedenfalls sicher werden. Und jetzt sind wir 10 Tage später. Die Zahlen gehen rasant nach oben, mehr als wir uns das gedacht haben. Wir haben uns, glaube ich, sehr rasch zusammengesetzt in der Corona-Taskforce. Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen und innerhalb von Tagen, glaube ich, wichtige Schritte gesetzt. Und das ist das Wesentliche, dass jetzt richtig und schnell reagiert wird. Nur worauf können sich denn alle Betroffenen verlassen? Alle Kulturschaffenden, Gastronomen, alle, die mit Veranstaltungen zu tun haben? Müssen alle Betroffenen damit rechnen, dass von heute auf morgen wieder alles abgesagt werden muss? Kann man hier keinen längerfristigen Ausblick
geben? Ich glaube, wir können auf Zahlen reagieren. Wir haben ab dem Beginn, ab dem Zeitpunkt, wo ich Minister war, im Drei-Wochen-Rhythmus die Experten gefragt und haben dann Entscheidungen getroffen in der Bundesregierung. Das haben wir auch diesmal so gemacht, im Einvernehmen. Und diesmal sagen uns die Experten, wir müssen vorsichtig sein, lieber jetzt reagieren, wo die Schrauben noch klein sind, wo wir noch gezielt Dinge verschärfen können und nicht gleich schärfere Maßnahmen machen müssen. Wir haben uns diese Öffnungsschritte alle gemeinsam erarbeitet und jetzt müssen wir alle gemeinsam schauen, dass wir uns diese Öffnungsschritte auch erhalten. Was passiert, wenn im Herbst die Schrauben wieder größer werden, an denen es zu drehen gilt? Schließen Sie aus, dass es wieder zu einem harten Lockdown kommt? Wir haben jetzt eine ganz andere Situation als vor einem Jahr, das muss man schon sagen. Wir haben in Österreich jetzt etwas über 40% Vollimmunisierte. Wir haben eine ausgeklügelte Teststrategie. Es wird sehr viel getestet. Wien macht das hier gut vor. Wir haben über 90% der PCR-Tests werden in Wien gemacht. Das heißt, die Situation ist schon eine andere als vor einem Jahr. Nur möchte ich nicht den Fehler, den ich gesehen habe letztes Jahr, hier wiederholen. Das heißt, wir werden frühzeitig reagieren, haben jetzt schon frühzeitig reagiert und schauen, dass wir uns nach hinten raus Zeit schaffen, um die Leute durchzimpfen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Die PCR-Tests spielen da auch eine wesentliche Rolle. Sie haben gesagt, 90% der derzeitigen PCR-Tests in Wien. Was ist da für den Herbst zu erwarten? Machen Sie hier Druck auf die Bundesländer, dass die PCR-Tests auch in den anderen Bundesländern niederschwellig leichter verfügbar sind? Genau, da laufen Gespräche mit den Bundesländern, auch die Nachtgast, sodass hier die Jugendlichen, die teilweise noch nicht geimpft sind, aber mit PCR-Tests hineinkommen, wird einen gewissen Run auf die PCR-Tests auslösen. Das ist auch gut so. Aber wird sich das ausgehen bis zum 22. Juli, dass PCR-Tests so flächendeckend verfügbar sind für alle? Wenn ein PCR-Test 3 Tage gilt, dann muss man das Wochenende halt planen. Aber es nutzt nichts, wir wollen die Nachtgast so offen halten, wir wollen eben jetzt nicht sagen, wir schließen, was sicherlich wesentlich einfacher wäre, sondern wir wollen es noch sicherer machen. Wir sagen nur Geimpfte. Wir haben die Möglichkeit, jetzt den Jugendlichen die Impfung fix anzubieten. Das hat sich auch geändert in den letzten Wochen und als Alternative dafür die PCR-Testung. Wenn wir zur abschließenden Frage kommen, blicken wir in den Herbst noch einmal ganz konkret zu den Schulen. Was braucht es dort, dass die Schulen nicht geschlossen werden? Das haben Sie ja schon öfter betont, dass das Ziel ist. Ganz genau. Das heißt, wir sind hier im Austausch mit Bundesminister Fassmann, der an sich Ressort zuständig ist. Wir unterstützen hier. Es gibt Berechnungen, was wir brauchen. Wir brauchen vor allen voran Testungen, möglichst PCR-Testungen. Das wird vielleicht nicht überall im hintersten Tal möglich sein, aber dort, wo es möglich ist, brauchen wir das. Eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer? Das steht derzeit nicht zur Debatte. Nein. Herr Gesundheitsminister Mückstein, ich darf mich ganz herzlich für Ihren Besuch im Studio bedanken. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu einem anderen innenpolitischen Thema. Nach mehr als einem Jahr ist der Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßlicher Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung oder Ibiza-Untersuchungsausschuss, wie er genannt wurde, nun zu Ende gegangen. Allerdings ohne großes Finale und ohne Auskunftspersonen, denn alle, die heute geladen waren, haben abgesagt. Darunter etwa Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache oder Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt. Geprägt war dieser letzte Tag heute erneut von gegenseitigen Vorwürfen. Versöhnliche Worte suchte man vergeblich. Doch was bleibt vom Ibiza-Urschuss? Das haben sich Regina Pöll und Peter Babutzki angesehen. Ein Ausschuss, zwei völlig gegensätzliche Sichtweisen. Auch heute am letzten Tag, an dem alle Auskunftspersonen abgesagt haben, ist das so. Ah ja, der Kollege Hanger kommt gleich. Wenn er heute wieder sagt, es hat gar keine Erkenntnisse gegeben, muss ich ihm für den heutigen Tag recht geben. Ich erwarte mir heute auch wirklich keine neuen Erkenntnisse, weil ja auch keine Auskunftspersonen hier sind. Ich habe gerade beim Kollegen Greiner spät die Erkenntnis wahrgenommen, wer hat jetzt, glaube ich, gerade selber gesagt, es wird keine Erkenntnisse geben. Also zu dieser Erkenntnis hätte er auch schon vor einigen Wochen und Monaten kommen können. Aber was bleibt tatsächlich von den Befragungen über die vergangenen 13 Monate? Anzeige gegen Kanzler Kurz. Die erste Aussage von Bundeskanzler Kurz im U-Ausschuss hat Folgen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen den Kanzler wegen Falschaussage. Der Bundeskanzler hat sicher einen Image-Schaden durch den Untersuchungsausschuss erfahren, auch weil die übliche Strategie eines Amtsinhabers als Kanzlers, das waren nur Personen in meinem Umfeld und ich war persönlich ja gar nicht involviert, schlicht und einfach nicht aufgegangen ist. Denn Kurz ist bei vielen Vorgängen mittendrin statt nur dabei. Die Chatprotokolle.
Durch den U-Ausschuss sind hunderte Chatnachrichten, insbesondere aus dem ÖVP-Lager, bekannt geworden. Etwa zwischen dem mittlerweile zurückgetretenen ÖBAG-Chef Schmidt, Kanzler Kurz und dem damaligen Regierungskoordinator Gernot Blümel. Es ging um Karrierepläne und Befindlichkeiten. Die Nachrichten brachten der Öffentlichkeit auch fast schon geflügelte Worte wie »Ich liebe meinen Kanzler«. Und auch im Finanzministerium habe ich nicht den Eindruck, dass das Finanzministerium der Republik Österreich geführt worden ist, sondern als Familienbetrieb der ÖVP. Unter Türkis-Blau hat ein politisches System geherrscht, das eher da war für wohlhabende Freunde und reiche Spender und weniger für die Bedürfnisse der Bevölkerung. Streit um Aktenlieferungen. Erstmals gibt es eine Exekution im Finanzministerium. Dieses hatte zuerst nicht alle notwendigen Unterlagen geliefert. Die Opposition wandte sich an den Verfassungsgerichtshof und schließlich musste der Bundespräsident einschreiten und einen Richter mit der Exekution beauftragen. Das ist ja eine bewusste Strategie, wie wir alle wissen, auch gewesen der ÖVP, dass man Akten so spät wie möglich liefert. Von FPÖ zu ÖVP-Themen. Zu Beginn des U-Ausschusses war vor allem die FPÖ im Fokus des Interesses. Je länger der Ausschuss andauerte, umso mehr rückte die ÖVP in den Mittelpunkt. Denn Ibiza-Ausschuss war nur der inoffizielle Titel. Der offizielle Titel ist aber mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Koalitionsregierung. Es betrifft also beide damaligen Regierungsparteien. Bemerkenswert ist nur, wie schnell sich die FPÖ hier vom Saulus zum Paulus wandeln wollte. ÖVP und Grüne haben zuletzt gegen eine Verlängerung des U-Ausschusses gestimmt. Die Opposition könnte einen ähnlichen neuen Ausschuss frühestens Ende September beschließen. Wir sind bei weiteren wichtigen Meldungen vom Tag. Die EU verhängt Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen. Gründe sind ein umstrittenes Gesetz zur Informationsbeschränkung über Homo- und Transsexualität in Ungarn und sogenannte LGBT-freie Zonen in Polen. Außerdem wirft die EU Polen vor, mit seiner Justizreform europäisches Recht zu verletzen. Die EU-Kommission will 10.000 Euro als Obergrenze für Bargeldzahlungen einführen, als eine Maßnahme gegen Geldwäsche. Finanzminister Blümel spricht sich dagegen aus. In Österreich sind derzeit 31 Milliarden Euro an Scheinen und Münzen im Umlauf. 88% der Bevölkerung haben regelmäßig Bargeld dabei. Der Journalist Peter R. de Vries ist tot. Der 64-Jährige ist vorige Woche in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen worden. De Vries war der führende Kriminalreporter der Niederlande und soll im Visier eines mächtigen Drogenbosses gewesen sein. Die kubanische Regierung hat nach den Protesten der letzten Tage Zugeständnisse gemacht. Reisende dürfen nun Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel zollfrei einführen. Bei den landesweiten Demonstrationen sind mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Ein Mann ist gestorben. Bei einem Brand in der Justizanstalt Krems ist heute früh ein Häftling ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers im Haftraum ist noch ungeklärt. Die Flammen sind binnen Minuten eingedämmt worden. Die Insassen der benachbarten Zellen sind in anderen Hafträumen untergebracht worden. Und Manfred Bauer blickt für Sie jetzt noch auf die Wetterkarten. Nach wie vor ist ein Regen- und Gewittertief in weiten Teilen Europas aktiv. Die aktuellen Computerberechnungen lassen, auch bei uns, keine durchgreifende Beruhigung erkennen. Überwiegend sonnig und sommerlich warm ist es morgen nur im Osten, im Westen überwiegend nass und kühl. In der gemäßigten Mitte Österreichs leben Gewitter auf. Am Wochenende ist in allen Landesteilen mit Regen oder Gewittern zu rechnen. Durchaus größere Regenmengen sind möglich. Die Temperaturen bleiben teils stark gedämpft. Damit darf ich mich von allen verabschieden, die wir Dreisat dabei sind. Einen schönen Abend noch aus Wien. Hier in ORF 2 geht es jetzt gleich weiter mit dem Wirtschaftsmagazin Eco und Dieter Bornemann, der sich heute von der Straße meldet. Die EU-Kommission hat gestern ihre Klimaziele vorgestellt. Bald dürfen keine Autos mehr mit Benzin oder mit Dieselmotoren mehr verkauft werden. Wie sehr lässt sich Wirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut bringen? Dann berichten wir, wie wichtig Deutschland für die heimische Wirtschaft ist, und zwar nicht nur im Tourismus. Und wir zeigen Ihnen, warum Bienen nicht nur zum Honigsammeln gut sind. Das alles in Eco gleich nach der ZIP 2.
In der ZIB-Nacht bei Roman Raffreider geht es heute noch einmal in das Krisengebiet nach Deutschland, wo nach den Unwettern die Aufräumarbeiten weitergehen, um 23.19 Uhr in ORF 1. Und wir sind damit am Ende dieser ZIB 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.